Ich persönlich, mir ist es egal. Wie gesagt, wenn ich Hunger habe, dann esse ich einfach. Dann gucke ich rein, gucke, wie es aussieht und das reicht mir als Überwachung. Wenn das irgendwie, weiß nicht, hygienisch nicht zu dem Standard entspricht, würde ich da erst gar nicht mit reingehen, sondern einfach direkt, wo es vielleicht grün ist oder im gelben Bereich. Wir werden ja nicht mitgenommen, auch nicht informiert, sondern wir müssen uns selber darum kümmern, dass wir an Informationen kommen. Meine Sorge wäre, dass einfach zu wenig Personal da ist, um das wirklich kontrollieren zu können. Und dann haben Sie vielleicht drei Läden, die sind kontrolliert, da hängt es aus. Bei den anderen war keiner da, hängt nichts aus. Also ist es ja auch wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Also zum einen ist die Durchführungsverordnung bisher noch nicht in Kraft getreten. Die ist zwar bereits unterschrieben worden, aber nicht veröffentlicht worden im Amtsblatt. Das heißt, wir können noch nicht danach agieren. Und uns fehlen natürlich die personellen und auch die finanziellen Mittel, um diese Kontrollen durchzuführen. Das Gesetz ist zum 1.1. in Kraft getreten. Und wenn wir die Verordnung vor dem Gesetz in Kraft gesetzt hätten, wäre sie ungültig. Aber ich möchte eigentlich wissen, ab wann kann ich denn mal so eine Skala sehen? Ich gehe mal davon aus, noch im Laufe dieses Monats. Die ersten dann? Genau. Es gibt die ersten Kontrollen, dann gibt es die Anhörungen dazu zu den Kontrollen, dann wird ausgehängt. Ich gehe davon aus, im Laufe des Januars. Eine Kennzeichnung bringt dem Verbraucher meines Erachtens nicht viel, weil die Kontrolle ist immer eine Momentaufnahme. Und letztendlich kann man daraus nicht schließen, wie dann auch langfristig in dem Unternehmen gearbeitet wird.